Homer Impossible. Dienstag, 11.55 Uhr. Homer trifft mit seinem pinkfarbenen Auto auf dem Gelände des Atomkraftwerks ein. Er ist wie immer spät dran. Und zu allem Überfluss sehen seine verschlafenen blauen Augen weit und breit keinen freien Parkplatz. Was zum... Wer sagt's denn? Glück hat nur der Tüchtige. Sportlich eingeparkt macht sich Homer sogleich an die Arbeit. In altbewährter Manier. Routiniert hat sich Homer an allen vorbei zur Stechuhr geschlichen. Jetzt nur noch die Zeiterfassung auf 9 Uhr zurückdrehen. Der Arbeitstag kann beginnen. Wenn ich schon dabei bin, kann ich auch vorab auschecken. Es sind viele Rechnungen gekommen. Brauch ein paar Überstunden. Genau gesagt 6,5. Gut gelaunt schlendert Homer in den Sektor 7G und grüßt wie gewohnt den Sicherheitsmann. Larry, mein Freund. Hey, Sie sind nicht Larry. Warum sind Sie nicht Larry? Weiß nicht, Sir. Hören Sie, wenn Sie so nett wären, Larry und ich machen jeden Morgen einen Faustgruß. So, ein warmer menschlicher Kontakt mit einem Hauch von männlicher Gewalt.